Wusstest du, dass deine Blutgruppe viel über deine Persönlichkeit und die Verbindung zu deiner Herkunftsenergie aussagen kann? Heute möchte ich dir einen interessanten Einblick in die einzigartigen Charaktereigenschaften geben, die mit jeder Blutgruppe verbunden sind. Auch wirst du erfahren, aus welchen Dimensionen du deine Kraft holst und mit welchen Sternenvölkern du dich gut verstehst oder herkommst. Also höre dir den Podcast bis zum Schluss an, damit du alles darüber weißt. Besonders gespannt kannst du auf die Blutgruppe 0 am Ende des Podcasts mit dem goldenen Blut sein. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Heute werde ich über die Bedeutung deiner Blutgruppe berichten. Es gibt insgesamt 4 Blutgruppen, die Gruppe A, B, AB und 0. Die Blutgruppe A besitzt das Antigen A, die Blutgruppe B das Antigen B, die Blutgruppe 0 besitzt keines der beiden Antigene und die Blutgruppe AB beide. Die Blutgruppen unterscheiden sich weiterhin durch ihre Rhesus-Eigenschaft, den sogenannten Rhesus-Faktor. Besonders wichtig ist der Rhesusfaktor bei Blutgruppe 0, auf die wir am Schluss des Podcasts eingehen werden. Bei Menschen mit einem positiven Rhesusfaktor geht man in der spirituellen Welt davon aus, dass sie eine Mischung aus Mensch und Außerirdischen sein könnten. Die meisten Menschen in Deutschland haben die Blutgruppe A oder 0 und sind Rhesusfaktor positiv. Die Blutgruppen B und AB kommen deutlich seltener vor. Nur 15% der Menschen in Deutschland sind Rhesusfaktor negativ. Beginnen wir jetzt also mit der Blutgruppe A. Menschen mit dieser Blutgruppe sind für ihren Fleiß und ihre Liebe zum Detail bekannt. Sie neigen dazu, Perfektionisten zu sein, die bei allem, was sie tun, nach Erfolg streben. Ihre besonderen Fähigkeiten sind Gelassenheit unter Druck, ein hohes Maß an Fokussierung und Konzentration und die Fähigkeit, immer organisiert zu bleiben. Sie sind gute Zuhörer und stellen oft die Bedürfnisse anderer vor ihre eigenen. Bei ihnen kannst du immer auf zuverlässiges und verantwortungsvolles Verhalten zählen. Die meisten Menschen dieser Blutgruppe befinden sich sehr oft in der vierten Dimension und ihre Sternenfreunde kommen von den Plejaden, der Andromeda-Galaxie oder von Aldebaran. Sie beziehen ihr Wissen aus den göttlichen Feldern der Engel der Liebe. Wenn du die Blutgruppe A negativ hast, gehörst du zu den kosmischen Kriegern des Lichtes und deine Stärke liegt darin, beschützend und mitfühlend zu sein. Wenn du die Blutgruppe A positiv hast, gehörst du zu den kosmischen Heilerengeln mit der Macht zu heilen und Frieden zu bringen. Weiter geht's mit Blutgruppe B. Menschen mit dieser Blutgruppe gelten als abenteuerlustig, kreativ und kontaktfreudig. Sie haben einen starken Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit, was sie zu unglaublich freiheitsliebenden Denkern macht. Sie haben einen ausgeprägten Sinn für Humor, was sie in sozialen Kreisen beliebt machen kann. Sie sind aufgeschlossen, unabhängig und haben keine Angst, etwas Neues zu wagen. Zu ihren besonderen Fähigkeiten gehören eine schnelle Auffassungsgabe, ein natürlicher Hang zur Risikobereitschaft und Problemlösung, ein großer Sinn für Humor und eine Offenheit für neue Ideen. Sie leben das Leben in vollen Zügen und sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, neue Orte und Erfahrungen zu entdecken. Mit ihnen wirst du immer wieder das Unerwartete erleben und niemals Langeweile haben. Die meisten dieser Menschen kommen von den Planeten Sirius, Rigel oder Betelgeuse oder haben dort Freunde. Sie schöpfen ihr Wissen aus den göttlichen Feldern der kosmischen Energie, der kosmischen Gesetze und der himmlischen Kräfte. Manche haben den Zugang zur Innererde und kennen viele ihrer Geheimnisse.
Wenn du die Blutgruppe B negativ hast, gehörst du zu den kosmischen Boten. Deine Stärke liegt darin, wichtige Botschaften zu überbringen, kreativ zu sein und Lösungen zu finden, wo andere keine sehen. Wenn du Blutgruppe B positiv hast, gehörst du zu den kosmischen Lehrern und teilst dein Wissen mit den Menschen um dich herum. Dann gibt es noch die Blutgruppe AB. Menschen mit dieser Blutgruppe haben eine Kombination aus Eigenschaften von Typ A und Typ B. Sie haben ein ruhiges, gelassenes Auftreten, das sie in jeder Umgebung zu einem Gewinn macht. Sie neigen dazu, sehr diplomatisch zu sein, haben aber auch einen starken Willen. Sie sind gerne analytisch und erreichen mit ihrer Kreativität erstaunliche Ergebnisse auf allen Gebieten. Sie sind natürliche Problemlöser. Zu ihren besonderen Fähigkeiten gehören klares Denken, exzellente Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, mit mehreren Aufgaben gleichzeitig zu jonglieren. Sie haben oft ein Verständnis für das große Ganze und verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz im Leben. Mit ihnen wirst du viele interessante Gespräche haben können und kreative Lösungen für alle möglichen Situationen erfahren. Die meisten dieser Menschen kommen aus der Dimension der Andromedaner oder dem Sternbild des Orion oder von Arcturus. Manche kommen auch von der Venus. In diesem Fall sind sie sehr eng verbunden mit den göttlichen Feldern der Liebe, Schönheit und Harmonie. Sie erhalten ihre Kraft aus der fünften Dimension und ihre Inspiration von der Sonne. Wenn du die Blutgruppe AB positiv hast, gehörst du zu den kosmischen Meistern und deine Stärke liegt darin, Träume zu verwirklichen. Wenn du zu der Gruppe AB negativ gehörst, dann bist du ein kosmischer Wächter des Lichtes, der die Macht hat, in jeder Situation Gleichgewicht und Harmonie zu schaffen. Jetzt kommen wir zur Blutgruppe 0. Menschen mit der Blutgruppe 0 negativ sind sehr selten und haben eine ganz besondere Energie, denn man sagt, sie haben das sogenannte goldene Blut. Darüber hinaus ist es extrem wertvoll, da es sich perfekt für Transfusionen eignet. Man kann es jedem anderen Menschen auf der Welt, ganz gleich welcher Blutgruppe er angehört, spenden. Der Haken an der Sache: Menschen mit diesem Blut können selbst kein anderes Blut bekommen, was sehr gefährlich für sie werden könnte. Man sagt, dass ihre Gene eine Alien-DNA enthalten. Man sagt auch, dass Menschen mit einem negativen Rhesusfaktor direkt von Außerirdischen abstammen, währenddessen Menschen mit einem positiven Rhesusfaktor eine Mischung aus Mensch und Außerirdischen sind. Die meisten dieser Menschen haben die Fähigkeit, sich mit den kosmischen Energien anderer Galaxien und den göttlichen Feldern der geistigen Führung zu verbinden. Sie werden oft als Genies bezeichnet, da sie Zugang zu Wissen von jenseits unseres Planeten haben. Sie sind mächtige Heiler und fungieren oft als Boten zwischen den Welten. Sie neigen dazu, sehr unabhängig und hartnäckig zu sein, mit einem starken inneren Antrieb. Sie sind sehr leidenschaftlich im Leben und haben eine starke Präsenz, die jeden Raum füllen kann. Sie sind bekannt für ihre starke Arbeitsmoral und ihr Engagement für ihre Aufgaben. Sie sind natürliche Führungspersönlichkeiten, die andere dazu motivieren können, Großes zu leisten. Zu ihren besonderen Fähigkeiten gehören ein klarer Sinn für Ziele, ein scharfes Auge für Details und die Fähigkeit sowie Disziplin, Ausdauer und eine große Portion Energie. Sie haben auch einen starken Verstand, der eine ständige Herausforderung braucht, um zu funktionieren. Ihre besonderen Fähigkeiten sind perfekt, um jede schwierige Aufgabe zu meistern. Mit ihnen wird es dir nie langweilig werden.
Sie beziehen ihr Wissen aus den Feldern der Wahrheit der Milchstraße und ihre Kraft aus der 6. bis 11. Dimension. Menschen mit der Blutgruppe 0 positiv sind kosmische Allrounder und tragen von allen Sternensaaten etwas in ihren Genen. So, das war jetzt ein Überblick, ein spiritueller Überblick über die verschiedenen Blutgruppen. Aber völlig egal, zu welcher Blutgruppe du jetzt gehörst, ob positiv oder negativ, ist es immer wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass du besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten hast, die dich einzigartig machen. Denn diese Fähigkeiten könnten genau das sein, was du brauchst, um dein volles Potenzial auszuschöpfen. Die Entschlüsselung ihrer Geheimnisse kann dir helfen, die bestmögliche Version von dir selbst zu finden. Nimm die Kraft in dir an und nutze sie, um dein Leben zu verändern und ihm einen neuen Sinn zu geben. Denke daran, dass deine Blutgruppe ein Teil von dir ist und deine Charaktereigenschaften bestimmen kann. Nimm die einzigartigen Eigenschaften deiner Blutgruppe an und nutze sie, um jeden Tag zu genießen. Jetzt, wo du weißt, was die Blutgruppe über deinen Charakter aussagt, fragst du dich vielleicht, wie du dieses Wissen zu deinem Vorteil nutzen kannst. Hier sind jetzt noch einige Tipps, wie du das Beste aus deiner Blutgruppe und den damit verbundenen Eigenschaften machen kannst. Nimm dir Zeit, um mit deinem inneren Selbst in Kontakt zu kommen. Erkenne die einzigartigen Qualitäten, die deinen Charakter ausmachen, und nutze sie, um eine bessere Version von dir zu werden. Nutze die Kraft deiner Blutgruppe, indem du Aktivitäten und Projekte erkundest, die zu ihr passen. Nimm positive Affirmationen in deinen Tagesablauf auf, um dich an all die wunderbaren Eigenschaften zu erinnern, die mit deiner Blutgruppe verbunden sind. Verbringe Zeit mit anderen, die dieselbe Blutgruppe haben. Sie können eine großartige Quelle der Unterstützung und Inspiration sein. Habe keine Angst, dich authentisch auszudrücken. Nutze die Eigenschaften deiner Blutgruppe und scheue dich nicht, neue Wege zu gehen. Verbinde dich mit deinen Sternenfreunden und bitte um Unterstützung. Sie tun es sicher gerne. Meditiere in der Dimension, die dir am nächsten ist, um weiter in deinem Erwachensweg voranzukommen. So, ihr Lieben, dies waren viele wichtige Informationen über dich und deine Herkunft. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesen Informationen. Gerne kannst du mir deine Erfahrungen in den Kommentaren unter dem Video schreiben. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, was ihre Blutgruppe bedeutet und aus welcher Dimension sie kommen. Und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, damit du auch weiterhin wichtige Podcasts bekommst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.